Grüß euch. Heute geht's ums Zuhören. Zuhören zwischen Mann und Frau, gell? Was? Es geht ums Zuhören. Ach so, genau. Mhm. Ja. Als Beispiel, war ich gestern beim Einkaufen, sage ich zu ihm, ich fahre jetzt zum Einkaufen, gell? Und was, du fährst zum Einkaufen? Wir brauchen nicht einkaufen. Ich war heute schon einkaufen, wir haben alles daheim. Es geht um gestern. Also gestern. Genau. Gestern sage ich da zu dir, ich fahre jetzt zum Einkaufen, gell? Und du, wie ich wieder zurückgekommen bin, sagst du zu mir, ja, wo warst denn du? Ich hab dich überall gesucht, überall hab ich umeinander geschrien, wo warst denn du? Hm? Ja, weil ich dich nicht gefunden hab. Ja, aber ich hab doch zu dir gesagt, ich fahre jetzt zum Einkaufen und du hast genickt. Warum nickst du denn dann, wenn du nicht verstanden hast, was ich sage? Ich hab mir das grundsätzlich angewohnt, dass ich nick, weil du wolltest doch, dass ich immer nick, wenn du was sagst. Du sollst nur nicken, wenn du mich verstanden hast, verstehst du? Nur dann sollst du nicken. Da müsst ihr jedes Mal vorher überlegen, ob ich jetzt nick oder nicht. Du sollst nicht überlegen, du sollst zuhören. Jetzt hast du wieder genickt. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja. Wiederhole. Schmarrn, da kommen wir direkt vor, Wirti. Aber ich muss doch wissen, ob du mich verstanden hast oder ob du mich nicht verstanden hast. Verstehst du das? Ich kann Scheiße schreien. Jetzt reg dich nicht auf, ich hab schon alles verstanden. So. Und was hast du verstanden? Du hast gesagt, ich kann Scheiße schreien. Das hat er verstanden. Aber was ich gemeint habe, das hat er überhaupt nicht kapiert. Habt ihr auch so einen Hamperer daheim, hä? Aber Hauptsache ist, wir haben uns gern.